Moin Moin und Mahlzeit und herzlich willkommen zu dieser Bauchhiof-Sendung, in der ich ein paar Gedanken mit euch teilen möchte und natürlich mal wieder einfach nur mit denen, die es auch interessiert, die offen dafür sind. Alle anderen brauchen sich das einfach gar nicht anzuhören, dann braucht ihr auch keine blöden Kommentare zu schreiben, aber macht das bitte so, wie ihr das möchtet. Ich habe jedenfalls gerade beim Spülen so ein paar Gedanken gehabt und hatte gerade Lust, hier nochmal auf den Aufnahmebutton zu drücken und die Frage zu stellen, was ihr davon haltet, wenn wir statt weiter auf irgendeinen Wendepunkt zu warten, selbst einen hervorbringen. Und zwar aus uns selbst heraus, mit uns selbst startend und dann mit dem Rest der Menschheitsfamilie. Und dabei so ein paar Sachen kombiniert. Ich habe mir eben die Frage gestellt, was wäre, wenn das Wichtigste ab morgen, heute, jetzt wäre, so als wäre es im Fernsehen gerade in den Nachrichten gekommen, auf allen Kanälen, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was brauchen wir, um glücklich zu sein? Und nicht nur einfach so mit der Frage, so meditativ, sondern wirklich das zum Konzept zu machen, das zur Kultur zu machen. Uns die Frage zu stellen, was brauchen wir persönlich, aber auch als Gruppe, um glücklich zu sein. Vielleicht noch, warum haben wir es nicht, aber dann nicht auf die Falle reinzufallen, so, wir haben das nicht, weil die uns das weggenommen haben. Oder sonst irgendwie wieder mit einem Finger auf drei an, auf andere Leute gezeigt wird und drei auf einen selbst zurückzeigen. Sondern, wie bekommen wir das? Also was brauchen wir, um glücklich zu sein? Und wie kommen wir dahin, dass wir das haben? Und die beste Hilfe, die wir dabei bekommen können, das sind unsere Netzwerke. Das sind unsere seit jahrelang gepflegten Netzwerke. Und es wird für jeden Einzelnen, aber auch halt eben für uns als Gruppe, als Menschheit, einen sehr großen Unterschied machen, wenn wir einfach das Bestehende einfach ein wenig anders nutzen. Sprich, Facebook, Instagram, Twitter, bla bla bla, nicht mehr nutzen, um irgendwelche Mainstream-Themen zu posten, die uns nämlich genau davon abhalten. Diese Themen sind offensichtlich dazu da, um uns die ganze Zeit abzulenken und irgendwie im Stress zu halten. Und dadurch können wir nicht dafür sorgen, dass jeder hat, was er braucht, um glücklich zu sein. Und deswegen sind die Menschen so unglücklich. Das ist ein Mechanismus, den man in seinem Wirken beobachten kann. Man muss nur mal ein bisschen auf Distanz gehen und sich das ein bisschen mit einem weiteren Blickwinkel angucken, dass viele Details auf einmal einen Zusammenhang ergeben und dann sieht man das. Wir können also anfangen, ab jetzt unser Facebook, also ich benutze es ja gar nicht mehr. Vielleicht benutze ich es auf die Weise dann nochmal, dann wäre ja mein Hauptproblem gelöst. Nämlich, dass ich da die ganze Zeit mit diesem Mainstream-Scheiß zugeschissen werde, von dem ich nichts wissen will, weil ich weiß, dass er mich kirre macht. Das ist reiner Selbstschutz. Das ist nicht so, ich will ja nichts mit zu tun haben, sondern nee, ich will da aus ganz bestimmten Gründen nichts mit zu tun haben, weil ich merke, dass es mir nicht gut tut, wenn ich mich damit beschäftige. Was auch nicht ganz unlogisch ist, weil diese Themen explizit geschaffen sind, damit man sich nicht wohlfühlt, wenn man sich damit beschäftigt, sondern nach Möglichkeit viel Angst hat. Und das ist natürlich sehr einschränkend und sehr behindernd und führt dazu, dass wir unser Potenzial nicht nutzen, vor allen Dingen nicht, um glücklich zu sein. Und das nicht nur wir selber, sondern möglichst alle um uns rum. Sodass wir keine Gefahr mehr für uns selbst oder andere darstellen.
Glückliche Menschen, wirklich glückliche Menschen sind niemals eine Gefahr für niemanden. Ja, es ist nur einfach eine Idee, so, ne? Und aus dieser Idee kann man natürlich, wenn man was in Bewegung setzt und nicht nur redet und bla bla macht, sondern anfängt, Dinge umzusetzen, und zwar in Bezug darauf, was uns glücklich macht, dann kann man da tatsächlich endlich mal eine Bewegung draus machen, weil das, was sich in den letzten Jahren Bewegung genannt hat, das ist eigentlich ein Witz. Da hat sich gar nichts bewegt. Was hat sich denn groß bewegt? Bis auf bestenfalls in den Köpfen. Aber langsam reicht das nicht mehr aus, weil die Materie sehr unangenehm wird, nicht wahr? Und genau das können wir halt ändern, wenn wir selber wieder mehr zur Ruhe kommen und statt im Extremfall morgen zur Arbeit zu gehen, uns diesem Projekt zu widmen und da unsere Interessen und unsere Aufmerksamkeit, unsere Energie reinzustecken, wie bekomme ich mich selber und die Leute um mich herum glücklich gemacht? Der leichteste Weg rauszufinden ist, was brauchst du? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Oftmals machen die Menschen die Erfahrung, dass sie selber automatisch viel glücklicher sind, schon mal, wenn sie anderen helfen, glücklich zu sein. Das ist ein Urimpuls, der in unserer Gesellschaft sehr, sehr missbraucht und ausgenutzt wird. Ja, man fühlt sich automatisch besser, wenn man andere Menschen glücklich macht. Das kann man wieder für uns nutzen, wenn wir das denn tun. Und der Weg dahin ist, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, aber auch wirklich interessiert, was brauchen wir, um glücklich zu sein? Und friedlich nebeneinander koexistieren zu können. Bon. Und dieses Interesse drückt sich am besten halt durch diese Frage aus. Was brauchst du? Wie kann ich helfen? Lass mich wissen, wie ich helfen kann. Und wenn es nur ist, den Richtigen zu finden, der dir gerade helfen kann, weil ich ja auch noch ein Netzwerk habe. Du brauchst einen Schreiner? Alles klar. Okay, gut, jetzt bin ich selber persönlich gerade Schreiner und könnte vielleicht selber helfen. Habe aber zum Beispiel nicht die passenden Werkzeuge. Also kann ich auf jeden Fall helfen zu suchen. Weil ich kenne ja auch noch ein paar andere Leute, die mit Holzarbeiten sich auskennen. Zum Beispiel. Das ist was, was ich seit Jahren mache. Und das ist auch letztendlich genau das, was schon 2009, als wir in der Bild-Zeitung gelandet sind, weil wir im Wald gelebt haben, dafür gesorgt hat, dass wir ganz schnell wieder aus dem Wald raus mussten, weil ich erklärt hatte, wie wir das da so machen. Nämlich, wenn wir was brauchen, und dasselbe Prinzip habe ich auf der Bäckerfinke angewendet, Maul aufmachen, Bescheid sagen, damit die Leute das wissen und automatisch kommen diese Dinge zu mir. Entweder so, dass ich sie bezahlen kann oder so, dass ich sie gar nicht mal bezahlen brauche. Und ich aber die Möglichkeit habe, dann mit den Dingen, die mir vorher gefehlt haben, um was Bestimmtes zu machen, was mich glücklich macht, jetzt auf einmal machen zu können. Klar soweit? Wenn wir also bewusst den Fokus auf diese Frage legen und anfangen, uns auch entsprechend zu verhalten, dann wird man da einen ziemlich großen Unterschied in unserem Verhalten auch außen spüren. Folglich könnte es passieren, dass andere Leute sich dafür interessieren, was wir da so gerade machen und als Cooles mitmachen. Und dann könnte aus dieser Sache tatsächlich eine Bewegung werden. Und ich würde mal sagen, dass wir die gar nicht anders weiter benennen, als einfach nur, dass wir Mitmenschen sind. Wenn sie dann noch versuchen, hinterher die Mitmenschen wie Querdenker in die Nazi-Ecke zu packen, dann werden sie merken, dass das nicht mehr funktioniert. Und wir sind einfach nur Mitmenschen. Und wir haben in uns, jeder, der das dann jetzt mitmacht, beschlossen, dieses Projekt einfach mal oder an dieser Quest, an diesem Spiel, dieses Spiel einfach mal nach diesen Regeln jetzt zu spielen. Und wenn ich morgen eh nichts Besseres zu tun habe, einfach mal mich mit der Frage zu beschäftigen, was brauchen wir, um glücklich zu sein? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Warum bin ich es nicht? Warum bin ich das nicht? Warum tue ich das nicht sein?
konnte der Rheinländer sich auch in seiner sehr expliziten Ausdrucksform ausdrücken. Warum tue ich das nicht? Warum bin sein ist ein Verb? Warum bin ich gerade nicht glücklich? Das hat nichts mit einem Glückszustand zu tun, sondern das heißt, warum tue ich gerade nichts, was mich glücklich macht? Warum nicht? Das hat nichts mit irgendjemand anderem zu tun. Wenn da jemand an, dann lasse ich mich bestenfalls von dem abhalten. Gut, das zu sehen. Aber ne, da ist das. Ich zeige mit einem Finger auf einen anderen. Hier, ich zeige das so, dann kann man besser sehen. Und drei zeigen auf mich zurück. Und das ist genau das, wo ich genau das anfangen kann zu nutzen. Indem ich mit diesen drei, diese drei Finger mich die Frage stellen lassen, warum lasse ich das mit mir machen? Warum? Wieso? Was ist da in mir kaputt, dass ich was mit mir machen lasse, von dem ich merke und weiß, dass es mir nicht gut tut? Und warum bin ich stattdessen nicht mit anderen beschäftigt? Und zwar ganzheitlich, den ganzen Tag über. Bei allem, was ich tue. Ihr werdet merken, dass ihr automatisch andere Dinge tut. Und automatisch werdet ihr merken, dass ihr automatisch euch anders fühlt. Automatisch werden sich eure Gedanken ändern. Automatisch wird sich euer komplettes Empfinden ändern und damit eure komplette Wahrnehmung und damit eure ganze Welt. Man muss die richtigen Fragen stellen, um die Antworten finden zu können. Und ich glaube, eine ganz wahnsinnig wichtige und nicht wichtig, aber sehr effektive und dienliche, sehr hilfreiche Frage ist heute, was können wir tun, damit wir glücklich sind? Was kann ich für dich tun, damit du glücklich bist? Da werde ich nicht unbedingt jeder Anforderung sofort nachkommen können. Und manchmal ist das, was ich dann zu hören bekomme, auch genau das, was mit drei Fingern auf den zurückzeigt, der das gerade ausspricht. Wenn ich dann mit dem auf dem Level darüber reden kann, alles klar, guck mal, wir haben gerade gefunden, wie kriegen wir das gelöst? Weil, Entschuldigung, das, was du da von mir verlangst, kann ich gerade nicht machen. Würde mich unglücklich machen. Aber es muss eine Lösung geben. Lass uns die finden und nicht in Ja-Abers denken und Wenns und Konjunktiven, sondern was fehlt da gerade? Und wo bekommen wir das her? Was ist da nicht genutzt in uns? Da kommen wir auf unser Potenzial, das Ungenutzte. Ah. Irgendwann schließen sich Kreise immer wieder. Und man merkt, dass es kein Kreis ist, sondern es tatsächlich so etwas wie eine Spirale ist. Weil wenn man an dem Punkt ankommt, hat sich eins ganz maßgeblich geändert, nämlich man selber. Man ist nicht mehr der Gleiche. Das heißt, an dem Punkt ist es nicht mehr das, was war, als ich die Reise des Kreises begonnen habe. Denkt einfach mal darüber nach und wenn ihr Lust habt, dann seid dabei. Ich mache das eh schon eine ganze Weile so, aber man kann das halt eben auch kultivieren. Und das ist jetzt gerade so mein erstes Video von potenziell ganz vielen, die ihr dazu machen könnt, um darüber zu reden und den Fokus auch anderer, aber auch vor allen Dingen euren, darauf zu schärfen. Mir helfen meine Videos extrem dabei, meinen Fokus zu schärfen. Wie gesagt, ich mache die hier nicht um keine Ahnung was. Ich mache die vor allen Dingen, weil das meine eigene Matrix-Programmierung ist. Weil was ich hier einmal, das ist ziemlich hart reingehämmert. Wenn ich ein Video mache, das ich dann auch noch öffentlich online setze, dann hat sich das in meinem Kopf sehr gut verankert und verfestigt. Das ist einfach eine Technik, die ich anwende, um mit meinem Kopf zu arbeiten. So, und natürlich bin ich auch wahnsinnig gerne wieder dabei und reaktiviere meinen Facebook-Account und meinen Twitter, Instagram, wenn die Inhalte sich auf einmal dahingehend ändern, dass es darum geht, was wir brauchen.
und wie wir dahin kommen. Und nicht mehr um irgendeinen Blödsinn, den man in unsere Köpfe reinhämmern will, damit wir sie für voll nehmen und dadurch zu unserer Realität werden lassen. Und ja, wer immer noch nicht sieht, wo das hinführt, ja, kann sich das ja noch ein bisschen angucken. Aber vielleicht kommt dann irgendwann auch mal so der bahnbrechende Gedanke, so wieso mache ich das eigentlich alles überhaupt noch mit? Ich fühle mich so scheiße und ich will es nicht mehr. Irgendwann machst du aus reinem Selbsterhaltungstrieb die Schotten dicht. Ist dann auch gut. Dann bist du auf einmal mit dir und deinem Umfeld auf einmal wieder beschäftigt. Und nicht mit irgendeinem Blödsinn, der, was weiß ich wo, irgendwo passiert, wo ich noch nicht mal Ahnung habe, wie ich überhaupt da hinkommen könnte. Wo ich erstmal Google Maps fragen müsste, wo das überhaupt ist. Habe ich mich klar verständlich ausgedrückt? Wenn nicht, dann fragt bitte nach. Passiert mir immer wieder, dass ich mich nicht klar verständlich ausdrücke, ohne mir selbst darüber bewusst zu sein, weil ich weiß ja, wovon ich hier quatsche. Ne? Und ja, keine Ahnung. War einfach eine Idee, die ich mal in die Welt setzen wollte. Gucken wir mal, was draus wird. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerade so denkt über diese Idee. Nicht über mein Aussehen und was weiß ich was, so, das interessiert mich alles nicht. Das ist schön, dass das für euch so wahnsinnig interessant ist, wie ich aussehe. Es geht in keinem meiner Videos, bis auf letztens, wo ich mal eins über mein Aussehen gemacht habe, mir um mein Aussehen. Ich setze mich hier nicht hin, weil ich irgendwie möglichst schön aussehen will. Ich habe hier ganz, ganz andere Zielgebung, Zielführung. Aber, ne, as I said, macht was ihr wollt. Und lasst mich wissen, wenn ich irgendwas für euch tun kann. Wenn ich euch irgendwie dabei helfen kann, dass es euch besser geht. Und danke für all die Hilfe, die ich über Jahre auf diesem Wege genauso von euch bekommen habe. Das funktioniert bei mir ja schon seit Jahren, was ich hier vorschlage, einfach mal zu machen. Mal wieder. Bis dann.